Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tutorial. Und heute möchte ich mal installieren, genau ja. Nein, möchte ich mal erklären, wie man den Aether 2 installiert. Aether, Aether, einfach nur Aether. So, da wir das momentan im Let's Play haben und Philipp da massive Probleme hat, ich habe einfach, ja, das Einfachste genommen. Ich habe einfach hier den Launcher-Start.jar und bei mir sieht das einfach so aus, dass ich den starte und er startet. Und ich klicke auf Play und Resources. Ja. Okay. Ja, dann startet er halt nochmal und das war's. So, jetzt lädt er. Texture Pack. Ja, wunderschön. Mojang. Müssen wir einen ganz kleinen Moment warten. Aber ich denke, man kann sehen, es funktioniert. Und das funktioniert soweit. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass es bei Philipp nicht funktioniert. Und ich habe in der Videobeschreibung diesen Ordner hier verlinkt. Das ist einfach im Prinzip, ich habe einfach den Ordner gezippt, den diese Datei, die der Aether Launcher einfach runterlädt. Und der befindet sich hier in AppData. Und den habe ich einfach gezippt und das hört sich so doof an, gezippt. Auf jeden Fall. Auf Mediafire hochgeladen und da ist er dann auch zu finden, auch in der Videobeschreibung. So, jedenfalls, wenn man diesen Ordner natürlich nicht hat, wenn der Launcher nicht funktioniert, muss man Alternativen finden. Und ich habe mir tagelang Gedanken gemacht, wie man das machen könnte. Und eigentlich ist es ziemlich einfach. Ich bin einfach nur mit dem neuen Minecraft-Launcher nicht klargekommen. Und zwar geht man einfach, ich habe es jetzt hier schon angelegt, ich mache es aber einfach nochmal. Man geht auf New Profile. Und legt man sich hier ein neues Profil an, das heißt jetzt meinetwegen, Aether 2 haben wir schon. Machen wir Aether Tutorial. Okay. Machen wir das so, machen wir einfach irgendeinen Namen. Hier ist ganz wichtig, dass wir hier einen Pfad geben müssen. Wir könnten jetzt den Desktop-Pfad nehmen oder irgendwas. Ich nehme jetzt aber einfach mal Roaming Tutorial. Und dann bleibt das alles hier im Roaming-Ordner. Das heißt, wir müssen auch nicht den Ordner wechseln. Hier ist der Punkt Minecraft, Punkt Technik, was man hier alles hat. Bleibt alles in diesem Ordner. Use Version Release 1.6.4 wollen wir haben, genau. Und dann machen wir einfach Save Profile. Und dann gehen wir AE Tutorial, wählen wir aus, klicken auf Play. Und dann legt er erstmal den Ordner an. So, ich starte der Minecraft-Launcher ganz normal, weil wir ja nichts installiert haben. Startet er einfach im Vanilla-Modus. Machen wir erstmal zu. So, dann suchen wir hier das Aether-Tutorial. Müssen wir vielleicht mal neu laden? Wo ist er denn hin? Ja. Jetzt bin ich irgendwie. Moment. Wo ist der? Jetzt bin ich verwirrt. Aber eigentlich müsste der doch hier sein. Er ist weg. Moment mal. Da müssen wir dem Ganzen auf die Schliche kommen. Eben hat es nämlich funktioniert und jetzt ist der Vorführeffekt, dass es einfach nicht funktioniert. Save Profile. Achso, ich habe unter A geguckt. Man muss natürlich unter T gucken. Hier ist der Tutorial-Ordner. Genau. Ist alles gut. Ist alles easy. So, das können wir mal kurz schließen. Aether Tutorial ist alles okay. Nehmen wir die ZIP-Datei, beziehungsweise die RAR-Datei. Machen die auf. Und einfach, hier ist der Punkt Ether-Ordner drin. Heißt jetzt so, einfach draufklicken. SDRG und A oder wahlweise einfach auch alles auswählen. Und dann schieben wir das einfach hier rein. Das hört sich so falsch an, Entschuldigung, ich muss gerade selber drüber lachen. Und ersetzen einfach alles, nachdem er fragt. So, alles ersetzt. Können wir alles zumachen? Minecraft Launcher ist ja immer noch offen. Wir wählen einfach nur wieder das gewählte Profil aus, drücken auf Play. Und dann sollte es funktionieren. Der Screen wird angezeigt und man kann sich einloggen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen, falls der Aether-Launcher bei euch auch nicht funktioniert. Kann ja sein. Und ja, wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin. Tschüss.